Hey YouTubes, Spiele wie Cult Express oder auch Roborallye, das ich jetzt persönlich nicht besitze, haben ja auch so einen gewissen Nerv getroffen, und zwar lustige Aktionen, die man einprogrammiert, im Glauben, dass in Zug 3 wird der gegnerische Charakter wahrscheinlich an diesem Platz stehen und dann kann ich ihn mit meiner Faust eine reinhauen oder sowas. Und ob das dann nachher überhaupt so passiert, weil vieles halt zwischendurch so vorkommt oder der andere Spieler was ganz anderes geplant hat, führt zu super lustigen Situationen. Cold Express ist schon ein paar Jährchen alt und hat bestimmt auch jeder schon mal gesehen oder gespielt, hat sich vielleicht ein bisschen totgelaufen. Was wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ah, es gibt ein Spiel, gleiches Prinzip, aber das Thema ist mehr so Fantasy-Charaktere nach dem Dungeon oder nach irgendwas, nachdem sie den Ring in den Vulkan geschmissen haben. Die gehen hinterher in eine Kneipe und in dieser Fantasy-Kneipe kommt es zu einer Kneipenschlägerei. Mit allem Drum und Dran, was dazugehört, mit Möbeln, mit Tischen, die man umschmeißen kann, mit Bechern voll Met, die man durch den Raum schmeißen kann und hoffentlich trifft es jemanden in den Kopf. Ich habe einen Tisch, den kann ich jemanden auf dem Rücken zertrümmern. Ich habe ein Fass, der sich durch den Raum kicken kann, das rollt dann und schmeißt jemanden um. Oder ich kann sogar jemanden, der da steht, den Teppich unter den Füßen wegziehen oder so. Und auch das mit programmierbaren Aktionen, wo ich antizipieren muss, was meine anderen Leute wohl machen und wann die wo an welcher Stelle stehen. Programmiere ich ein und habe dann Glück, wenn der Kelch, den ich da in die Richtung schmeiße, auch den Kopf trifft. Und das Ganze dann mit einem Haufen Spaß, bis zu 8 Charakteren, bis zu 8 Spielern nochmal wohlgemerkt. Das ist Dragon and Flaggen. Ein Game of Fantasy Tavern Brawls. Ja? Das möchte ich euch mal schnell zeigen. So, Dragon and Flaggen ist im Prinzip, wie schon gesagt, eine Kneipenschlägerei-Simulation. Und wir haben hier dieses sehr, sehr coole 3D-Set. Wir haben hier im Prinzip eine klassische Fantasy-Kneipe mit den Holztischen. Und wir haben hier diese Stühle im Prinzip, die kann man nehmen, werfen und jemand auf den Rücken hauen. Es gibt Fässer, die stehen rum, die kann man rollen, damit jemand umfällt. Auf jedem Tisch stehen auch diese Krüge, die kann man nehmen und dann jemanden an den Kopf werfen. Solche Sachen. Auch diese Teppiche hier unten, die gibt es tatsächlich, sind Spielelement. Man kann jemanden vom den Teppich unter den Füßen wegziehen, sodass er umfällt. Und dann haben wir hier in den Ecken halt die Startposition der Charaktere. Ich habe jetzt mal mit 4 Spielern aufgebaut. Wie man die Tische und die Möbel aufbaut, kann man im Prinzip selbst entscheiden. Es gibt aber hier diese Anfängeraufstellung in der Anleitung, die empfohlen wird. Die habe ich jetzt mal verwendet. Dann haben wir außenrum ums Spiel eine Zeitleiste. Das ist deswegen wichtig, weil verschiedene Aktionen verbrauchen verschieden viel Zeit. Das ist anders als bei Cold Express, wo alles gleich lang dauert. Aber wenn ich durch den Raum laufe, dauert es halt länger, als wenn ich nur mal schnell auf den Tisch hochspringe zum Beispiel. Und dann kommen hier diese verdeckten Zeitmarker hier auf den Plätzen 21 bis 24. Es würde alternativ auch 27 bis 30 gehen, wenn man ein längeres Spiel haben will. Im Prinzip, wenn der Zeitmarker, der durch diese Sanduhr da symbolisiert wird, irgendwann mal dort ankommt, wird aufgedeckt und dort ist entweder drunter wie die Polizei oder die Stadtwache kommt noch nicht, Schlägerei geht weiter, oder es kommt die Stadtwache und das Spiel ist beendet. Im Prinzip weiß man eigentlich nicht, wann das Spiel aus ist, ungefähr da, logischerweise, aber welcher von diesen Vieren da das Spiel beendet, ist noch unklar. So, und dann gibt es im Prinzip ja, es gibt glaube ich 8 Charaktere im Spiel, ja, da sind viele drin. Da sind Magier drin, da sind so Kleriker drin oder Waldläufer, Druiden, Barbaren. Ich habe hier diesen Piraten da, ganz klassisch Ritter, Kleriker, alles toll. Ich habe jetzt mal 4 hier aufgebaut, nämlich einen Dieb, ja, die Druidin da und den Pirat und einen Barbar. Und ein Spielertableau sieht im Prinzip immer gleich aus. Ich habe hier 3 Zeitslots für Aktionen, die ich einprogrammieren kann, wobei nur die ersten 2 tatsächlich gehen. Das dritte ist für eine Sonderregel, wenn man bewusstlos ist oder benommen, sage ich gleich was dazu. Im Prinzip habe ich 2 Slots, in die ich meinen Kartenstapel, den kann ich jederzeit anschauen. Alle Karten sind immer verfügbar. Da kann ich Sachen machen, ja, wie zum Beispiel dieses Arr, ja, der Pirat halt, ne? Das ist im Prinzip eine Bedingung, weil der Name rot geschrieben ist. Da steht drauf, dass man auf einem Tisch stehen muss, um das zu machen. Ja? Nehmen wir mal an, unser guter Kumpel hier, der würde auf dem Tisch stehen, von mir aus hier oben, zack, weil er dort mit einer Bewegungsaktion hingelaufen ist, ja, und hat dann diese Karte gespielt und dann darf er praktisch in einer geraden Linie oder diagonal von diesem Tischplatz aus 5 Felder weit sich am Kronleuchter oder an einem Seil oder so entlang schleudern, und wenn er dann jemanden trifft,
dann bekommt er halt 4 Reputationspunkte und die Person, die getroffen ist, liegt dann am Boden und ist benommen. Ja? Also wenn ich das jetzt hier mit dieser Startaufstellung machen würde, ich könnte jetzt mal schauen, ist ja noch keiner da, es war ja noch keine Bewegung im Spiel. Dann nehmen wir mal an, Dida, der steht da, dann könnte er sich jetzt hier rüberschwingen und dann juhu und den dann umhauen. Ja? Dann würde die liegen und er würde dafür Punkte bekommen, das zu machen. So würde das im Prinzip ablaufen mit der Karte. Und wie gesagt, das muss ich planen und das muss auch passieren. Ja, das ist ja das Schöne bei so Sachen wie Roborally oder bei Colt Express. Nur weil ich die Karten jetzt so einprogrammiere und die kommen dann wie geplant, muss ja es nicht passieren, dass die Situation auf dem Spielfeld es ergibt, dass ich tatsächlich auch jemanden in einer geraden Linie an den Kopf kicken kann oder so. Ne? Also ich würde praktisch diese Karte, weil ich denke, ich muss ja erst auf den Tisch springen, würde ich die jetzt in Platz 2 einprogrammieren und dann würde ich so eine klassische Aktion wie Move, ja, beweg dich ein Feld oder halt 2 Felder weit in diesem Umkreis. Das zeigt immer, wie die Figur steht, wohin sie gucken muss. Und hier oben steht, wie viel Zeit sie verbraucht. Also je nachdem, ob ich stehen bleibe, verbraucht sie eine Zeit. Wenn ich mich wirklich bewegen will, verbraucht sie 2 Zeit. Und die würde ich jetzt hier einprogrammieren, ja, zum Beispiel. Und das macht jeder Spieler für sich selber. Und dabei gilt im Prinzip, jeder Spieler hat so ein Kartendeck von, lass mich gucken, ich glaube es sind 18 Karten, Sekunde. Die Anleitung ist hier relativ schick gemacht. Ja. Also es gibt 18 Aktionskarten, davon sind 13 bei allen identisch. Ja. Das sind die klassischen Karten wie hier dieses Beweg dich wohin oder sowas. Die hat jeder. Ja. Und dann hat jeder noch... Das sind 4 goldene Spezialkarten, die hat nur dieser Charakter. Also zum Beispiel hier der Pirat hat die Lure of the Sea, ne? So, die See, die ruft dich. Ja? Oder er hat dieses Trink einen Becher in einem Zug aus, um irgendwie was wegzubekommen. Und er hat natürlich eine Handkanone dabei, ist ein Pirat, die hat nur er. Dafür gibt es dann auch einen speziellen Marker, den nur er hat zum Beispiel. So wie der Hanne, der Barbar, hat halt andere Marker. Ja? Und dann gibt es noch eine Karte, die hat auch jeder, die ist immer bei jedem unterschiedlich. Die hat ein Drachensymbol drauf und die kann man nur dann benutzen, wenn man es schafft, während des Spiels in dieses mittlere Feld reinzulaufen, um diesen magischen Drachentrunk hier zu nehmen. Ja, den würde man aufnehmen, könnte man dann in seine Hand reinstellen und ihn dann irgendwann mal auch trinken. Ja, zum Beispiel hier, da trinken, ja. Und wenn man das macht, hat man Zugriff auf diese Super-Duper-Karte. Und das wäre im Fall des Piraten. Ja, deswegen habe ich auch hier diese Meeresunterlage benutzt. Da fährt ein Piratenschiff hier entlang und der schießt praktisch von seinem Piratenschiff mitten in den Pub rein. Und man definiert ein Trefferfeld und um dieses Feld herum werden alle Leute verletzt. Und er bekommt halt Reputation, 4 Stück pro Treffer und die Leute liegen dann auch nachher da. Super mächtige Karte, braucht auch 3 Zeitaktionen und ist nach dieser Aktion ist die auch wieder mal erst verbraucht, kommt unter das Spielertableau drunter, weil der Trank ist dann weg. Und Sonderregel hier, wenn man das Spiel mit Kindern spielen will und man möchte keine alkoholischen Getränke haben, haben die Designer auch die Alternative. Man kann auch einen Teller mit Plätzchen da reinlegen, das würde auch gehen, ja, falls das einem lieber ist. So, und das ist im Prinzip mit der Zeiteinheit, muss ich noch sagen. Ne? Also, wie gesagt, alle Aktionen haben ja eine Zeiteinheit. Deswegen gibt es die Sanduhr, die steht da und im Prinzip liegen hier die Charaktere drunter. Bei der ersten Runde, klar, starten die alle bei 1. Aber nehmen wir mal an, mein Pirat, zack, der läuft jetzt 2 Felder weit, 1-2 und springt auf den Tisch von mir aus. Ja? Dann hat er ja 2 Aktionen verbraucht, das heißt, sein Marker, der kommt jetzt 2 Felder weiter, liegt auf der 3. Und die macht das da und so und der macht was ganz Langes, liegt dann da. Und praktisch, wenn das Feld hier leer ist, weil jeder seine Aktion gemacht hat, wandert die Sanduhr weiter auf das nächste Feld. Und jetzt werden nur die beiden Personen gefragt, die auf der 2 liegen, ob sie weitere Aktionen haben. Dann spielt die Druidin halt von mir aus, na, der Wild-Style-Angriff, um sie herum haut sie dann wie blöde alle 9 Felder. Das würde wieder 2 kosten und dann geht die wieder auf die 4. Ja, und dann macht die irgendwas. Und dann wandert es weiter. Und immer nur, wenn du mit deinem Charakter auf dem Feld auch gerade eine Zeitaktion gespart hast, kommst du dann in dem Zug dran und kannst machen. Und so kannst du ein bisschen planen, was die anderen Spieler machen, ob die wahrscheinlich laufen, weil du willst ja im Prinzip erreichen, ich springe auf den Tisch und ich schieße mit meiner Kanone nach rechts rüber und hoffe, dass genau in diesem Moment auch jemand da ist, der getroffen wird. Oder ganz klassisch, ich... Moment, was nehmen wir denn? Ich kann zum Beispiel hier Push-Table machen.
Wenn die Barbarin hier steht und der Pirat ist auf dem Tisch, dann kann sie das so timen, dass sie diese Aktion spielen kann und haut den ganzen Tisch um mitsamt dem Piraten drauf, der dann hier runterfällt und erstmal liegt. Und wenn man liegt, kann man manche Aktionen nicht machen, weil man muss für manche Aktionen ja stehen. Das heißt, der Pirat würde erstmal eine Aktion aufstehen benutzen müssen, um was zu tun. Und das hat dann zwei Aktionen, Zeiteinheiten gekostet und macht natürlich auch nur Sinn, wenn jemand auf diesem verdammten Tisch steht. Und das weiß ich ja vorher nicht. Deswegen ist es halt wie bei Cold Express. Man kann mal planen, aber ob es dann tatsächlich so kommt, weiß man nicht. Ja? Und gleiches Prinzip gilt natürlich auch, ich kann einen Stuhl aufnehmen. Ich kann diesen Stuhl jemanden über den Kopf ziehen. Ja? Gibt auch Punkte. Person liegt dann nachher. Ich kann einen Becher mit Met nehmen und in gerader Linie durch den Raum schmeißen und hoffe, ich treffe da jemanden am Kopf. Solche Sachen gibt es da. Ich kann den Teppich wegziehen. Ich kann ein Fass rollen, auch unter den Tisch durch. Ja? So dass jemand, der auf der, hoppla, warum geht das nicht, weil jemand auf der anderen Seite steht, wird dann umgehaut und liegt dann dran. Solche Aktionen gibt's. Und das ist lustig, jeder hat Spezialaktionen, wie der Pirat mit seinem Schiff, das dann in den Pub reinschießt. Es gibt einen Magier, der kann Feuerball oder irgendwelche Flächenzauber machen. Der Dieb, der kann backstabben, ja, also gibt dann extra Punkte. Und zum Thema Punkte, das ist im Prinzip die Währung im Spiel. Jeder startet mit Reputation 20 Punkten. Und wenn jetzt der Pirat zum Beispiel das da mit dem Kronleuchter Arr machen würde und er trifft jemanden, für jeden, den er trifft, während er in dieser Reihe jemanden haut, bekommt er 4 Reputationspunkte von diesem Charakter. Also wenn er jetzt die Druidin hauen würde, bekommt er hier 4 Reputationspunkte, klaut der dir, ne, und nimmt ihn bei sich drauf. So, das ist praktisch das Guthaben, das wechselt ständig den Besitzer, je nachdem, was man erreicht. Und am Ende vom Spiel, wenn die Stadtwache kommt, zum Beispiel hier, Glück gehabt, die Stadtwache kommt, ist das Spiel sofort aus. Und dann wird geguckt, wer hat am meisten Ruhm geerntet und über den werden dann Lieder gesungen oder sowas. Und das ist im Prinzip die ganze Prämisse vom Spiel. Kurz, knackig, total stressig, schlecht planbar, aber ein Heidenspaß. Ja. So, habe ich jetzt alles erklärt? Ich überlege gerade. Ja, interessant wäre noch zu, ich kann es gerade nicht zeigen, aber es müsst ihr mir halt einfach glauben. Auf der Rückseite des Spielplans sind 2 Piratenschiffe, die aneinander gedockt sind, auf dem Ozean abgebildet, sodass man die Kneipenschlägerei auch zu einem Entermanöver von Piratenschiffen umdrehen kann. Da werden dann halt keine Tische und Stühle umgeschmissen, sondern da gibt es dann Schatztruhen und Fässer oder sowas. Ja. Das ist praktisch der zweite Modus des Spiels. Ist auch ganz nett, aber ändert im Prinzip gar nichts. Ja. So, das war jetzt mal im Schnelldurchlauf Dragonflaggen und damit man mal einfach eine Dynamik des Spiels sehen kann, würde ich jetzt mal einen kleinen Kampf so durchsimulieren. 4 Leute, die einfach mal Karten spielen, wie das dann aussieht. So spielt sich Dragon and Flaggen im Prinzip
Grundsätzlich mal, ich habe natürlich jetzt Schwierigkeiten, die Dynamik fortzuführen, wenn da mal 4 bis 8 Personen, kann man bis zu 8 Personen spielen, am Tisch sitzen und was da vor einem Jubeltrubel ist. Deswegen eine Person, die jetzt 4 Leute steuert, ist ein bisschen doof, das gebe ich ja zu, aber ich wollte ja nur mal zeigen, wie sich das grob steuert. Natürlich muss ich die Züge immer vorplanen und das kann ich natürlich für 4 Personen jetzt hier am Tisch nicht machen, ja, schon klar. Stellt euch vor, ihr hockt mit euren besten 5, 6 Kumpels oder Freundinnen am Tisch, mit denen ihr eure Rollenspielrunde habt oder so. Nach der Session wird noch eine Kneipenschlägerei gemacht, nachdem man in den Fantasy-Pub eingezogen ist. Und so stellt man sich das ja vor. Und das macht einen Heidenspaß. Ein ganz anderes Thema als das übliche Robo-Rallye oder halt, wenn man bis zum Erbrechen halt schon Colt Express durchgespielt hat, ist das mal was ganz Nettes. Vor allem halt, weil es auch ein bisschen flexibler ist. Ja? Es gibt Leute, die haben ihre Spezialfähigkeiten. Es gibt Sachen, die muss man erst freischalten. Dann hat man auch einen Status, man ist benommen und da darf man eine dritte Karte einleveln und sowas. Und es gibt 8 Charaktere, das ist viel Auswahl. Da kann man immer mal durchmischen, dass was Neues ist. Wird sich natürlich irgendwann auch mal totlaufen, das Spiel, völlig klar, so wie Colt Express halt auch. Aber als frischer Wind mal eine super Sache, spaßig für die richtigen Leute, kann ich nur empfehlen.